Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Europapokalspiel des SC Magdeburg gegen RK Nexe Nažice. Vor 2477 Zuschauern, Endstand 31-22 im ersten Spiel. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten des SC Magdeburg. 9 Tore Michael Damgaard, 6 Tore Matthias Musche und 4 Treffer Mats Christiansen sowie Marco Besiak. Auf Seiten der Gäste war er am erfolgreichsten Vedran Crnić, sitzt hier auch oben an der Pressekonferenz als Dolmetscher für Nažice. Und er traf 8-mal, 4-mal Marin Vegar und auch 4-mal Sascha Barisic-Jaman. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen auch recht herzlich den Gästetrainer Stenko Kordi und bitten um sein Statement. Your statement to the game, please. Ja. So. Ah, okay. Ja, kann man von ja, okay. Čestitam domaćima zasluženoj pobjedi. Unser Trainer möchte begrüßen auf verdiente Sieg. Napravili smo previše tehničkih grešaka da bi utakmica bila neizvjesnija. Wir haben sehr viele Fehler gemacht und dann deswegen hat das Spiel können wir so sagen nicht so interessant gewesen. I bez obzira šta smo pokušali, išlo je sve na mlin na ruku domaćina. Egal was haben wir versucht, alles hat auf Hand von FC Magdeburg gegangen. Ništa, čeka nas uzvrat. Dočekat ćemo i probat ćemo pružiti našu puno bolju partiju nego što smo odigrali ovdje. Wir werden warten eine Woche und dann werden wir uns präsentieren in bessere Licht. To. Ja. Recht herzlichen Dank, auch Vedran. Hast du noch was zum Spiel zu sagen? Ja, kann ich sagen, dass das ist 100% nicht unsere richtige Partie gewesen heute. Ich weiß, was war Mittwoch gegen Hannover her, dass Magdeburg hat eine große Niederlage gehabt. Und haben wir erwartet, natürlich so ein starkes Spiel von Magdeburg, dass die bekommen eine, wie kann ich das Benno sagen, eine bessere Atmosphäre und bessere Sicherheit, wie kann ich das sagen. Ja. Und ich gratuliere meinen Freund Benno und Musa und ich möchte für das Mannschaft eine sehr schöne Zukunft in Liga, Deutsche Liga und in Europapokal. Wie ist es für dich persönlich gewesen, mal wieder hier in Magdeburg zu sein? Ja, ich habe hier sehr viel mal gespielt, aber sehr selten gewonnen. Aber auch heute war so. Ne? Ich habe gar nicht gewartet. Ich weiß, dass EHF-Pokal nicht so reizt für das Zuschauer hier, aber trotzdem war schöne Atmosphäre und dann habe ich sehr viele Leute wiedergesehen. Und ja, für mich war ein schöner Abend, ja, persönlich. Außerhalb des Resultats war es schöner. Ja, muss ich so sagen, okay. Egal was ist Sport jetzt. Ist immer alles fertig. Jetzt können wir genießen. Egal welche Ergebnis. Danke, Vedran. Ja, Bennett, wie ist deine Einschätzung vom Spiel? Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Mir geht's ähnlich. Ich freue mich sehr, meinen Freund Sjona wiederzusehen. Wir haben ein wunderbares Jahr, glaube ich, zusammen gehabt in Gummersbach. Das war eine schöne Zeit. Er ist ein toller Sportsmann. Ja, und auch, glaube auch, hat man heute gesehen, ein verdammt guter Handballer. Ich habe ihm, glaube ich, noch nie einen 7-Meter verwerfen sehen. Das wird eine schwere Aufgabe, Nasica. Ich glaube, wir haben ein gutes Ergebnis zur ersten Halbzeit, dass sie das als Halbzeitpause abgeliefert. Aber man hat auch, man weiß auch, was passieren kann, wenn eine Mannschaft in einem Flow gerät. Also ich bin weit davon entfernt, zu sagen, wir sind durch. Ganz im Gegenteil. Uns sitzt auch dieses Ergebnis vom Mittwoch immer noch in den Knochen. Das ist nicht wegzureden. Wir haben das auch heute nicht gut gemacht. Wir haben sicherlich eine Reaktion gezeigt, die auch nicht einfach ist, vielleicht auch nicht selbstverständlich. Aber für mich genauso erwartet. Ich freue mich, dass noch so zahlreich Zuschauer den Weg in die Getik Arena gefunden haben, um uns zu unterstützen. Und das war eine,
War eine gute Kulisse, eine gute Atmosphäre. Meine Mannschaft hat versucht, das Publikum mitzureißen. Einfach das Negative vom Mittwoch aus den Köpfen zu spielen und erfolgreich zu sein. Das ist uns heute zu teilen mehr als gut gelungen. Deswegen bin ich zur ersten Halbzeit sehr zufrieden, aber weiß natürlich auch, so wie Zürner es auch schon sagte, dass Nasice normalerweise auch ein anderes Gesicht hat. Es ist eine erfahrene Mannschaft, es ist eine gute Mannschaft und vor allen Dingen eine heimstarke Mannschaft. Uns erwartet da eine heiße kroatische Atmosphäre, vor der wir sicherlich Respekt haben werden, aber uns nicht verstecken. Trotzdem muss ich nochmals sagen, das soll keine Warnung sagen, ich glaube, dass meine Mannschaft jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt auch weiß, wonach der Hahn kräht, dass das erst die erste Halbzeit ist. Und dass wir leider, oder wir sind noch nicht durch, das ist Sport. Wir haben noch eine Halbzeit in Nasice zu spielen und müssen dort genauso konzentriert und genauso engagiert zu Werk gehen, wie wir es heute über große Strecken des Spiels gemacht haben. Wir freuen uns, nächste Woche nach Nasice zu reisen, haben am Mittwoch noch beim Spiel beim Bergischen RC, was nicht weniger einfach werden wird für uns. Das ist die, ja, das ist jetzt dann das fünfte, ne, das dritte Spiel im Dreitagesrhythmus. Das geht dann weiter mit Nasice. Kräfte gespart haben wir heute nicht. Das ist sicherlich auch nicht der Zeitpunkt dafür. Wir werden versuchen, jedes Spiel wieder alles reinzulegen, um schnellstmöglich uns Stück für Stück Kredit bei unseren Zuschauern zurückzuarbeiten und unseren Weg weiterzugehen. Vielen Dank erstmal. Oh, Schelko noch. So, danke schön, Bennett. Ja, Schelko, heute gegen die kroatischen Landsmänner. Wie ist deine Sicht auf das Spiel? Wie hast du es erlebt? Ja, Abend. Das war ein gutes Spiel für unsere Mannschaft nach Mittwoch. Und das ist richtig, dass wir vergessen dieses Spiel. Wir denken nur weiter. Und das war ein gutes Spiel im Abwehr und Angriff. Natürlich, das ist nicht alles, was kann nächstes Spiel. Das ist eine gute Mannschaft. Aber wir können auch besser zum Spiel. Wir müssen denken jetzt zum unserem nächsten Spiel, das ist Bergische. Und dann wir können denken, was passiert in Našice. Nach Mittwoch wir bleiben zusammen und wir heute war wie eine Mannschaft. Und das ist richtig Weg, dass wir sind immer zusammen und dass wir immer denken positiv. Danke. Danke, Schirko. Gibt es Fragen von Seiten der anwesenden Medienvertreter? Any questions? Ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche unseren Gästen aus Kroatien angenehme Heimfahrt und der SCM kommt dann am kommenden Samstag vorbei. Dankeschön und euch dann viel Erfolg beim Bergischen HC. Nächstes Heimspiel des SC Magdeburg am 2. Dezember 19.45 Uhr. Anwurf gegen die Mannschaft vom HC Erlangen. Bis dahin hier in die GTK Arena. Dankeschön.